Das ist Anouk? Aber hat die... Naja, ich gehe jetzt in den Keller. Auf alle Fälle ist 9 Uhr. Und ihr könnt euch langsam fertig machen. Mama kommt gleich auch wieder. Brot kaufen. Na, frisches Brot. Wir machen sie bei 8 auf. Wow, da sind wir wieder. Oh mein Gott, nein. Ich will nicht. Oh, na gut, okay, haben wir. Moin, Meister. Moin. Hör mal los. Oh, gar nicht. Was ist mit dir passiert noch? Ich hab noch. Nicht mehr. Nicht mehr. Alles ruhig, wa? Alles ruhig. Melanies Mörder versteckte sich bei Mama. Hier wird der Bulgare nach Berlin ausgeliefert. Das alles in Deutschland gibt, wa? In Deutschland gibt es alles. Ja, ich sag mal, gibt es alles. Das alles so gibt. Die suchen sie von Mama, da haben sie im April haben sie die da. Wobei, haben sie so keine Junkies, wie man sagt, alle 16, 18 Jahre. Das sind keine Junkies. Nein, nein, ich meine, wie gesagt, ich weiß nicht, wie gestern, ja, ich weiß. Weil gestern schon das Hello, ob sie nicht schon gekriegt haben, weiß ich nicht, aber... Ich kenne die doch. Ja, ja, ja. Kennen Sie? Ja, das sieht man doch, wie ab und zu rumlaufen. Ja, ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen, aber wie die Leute alle anmachen, na... Das ist eine Schweinerei, ist das wahr? Wenn heutzutage, wenn du sowas irgendwo machst, irgendwo ihn überfällst oder auf dem Bahnhof oder in der U-Bahn oder irgendwie was, das bringt heute alles ja nicht mehr. Also überall, weil du Überwachungskamera hast, wie es eingebaut ist, wahr? Haben wir eine Zeitung gelesen, vorhin Überschrift gesehen, weil Jesus sagt, wir müssen sie sich stellen. Ja, klar, sie werden ja auch erkannt. Die haben ja auch jeden Tag die gleichen Klamotten. Ich kenne dich. Ja. Die laufen auch hier in der Straße rum. Das kann ich ja nie gesehen. Da sind die endlich mal eingesperrt. Du weißt ja alt, wie alt die sind. Ne? Wenn natürlich volljährig sind, 18, 19 sind. 13, 14 Jahre steht da. 13 Jahre habe ich gar nicht gesehen. Ne? 13, 14 Jahre haben wir jetzt vorab. Das sind ja alle klar. Alleine, das ist ja immer so was, Thomas. Alleine sind sie feige. Ich meine, ja. Gehen alleine. So, wenn da vier, fünf Mann sind, drei, vier Mann sind, fünf Mann sind, dann sind sie alle mutig. Mach mal, komm mal, komm, wir machen das. Mal sehen, wann die ersten Kunden kommen. Oh. Na, Vermietung kommt bestimmt was. Aber ich habe ja keine Räder. Wisst ihr nicht, wo die sind? Die kommen alle nicht zurück. Ich fasse es nicht, ey. Kennt ihr nicht, wenn ihr Leute habt, die ihr morgens schon so voll löffeln? Ah, das kann ich überhaupt nicht ab. Okay. Mal draußen oder drin? Die Wespen. Die Wespen. Die Wespen. Na ja, redet und redet und redet und redet und... Oh. Ich bin halt nicht so gesprächig am Morgen. Wir brauchen uns länger.
Freut sich der Opa, kann ich gerne auch mal machen. Morgen ist super Feierabend. Was haben wir denn bei? Hier fehlt der Schlüssel. Road to 1000. Thank you very much. Dann ordnen wir erstmal draußen die Räder und dann machen wir hier den Auftrag. Tommy muss leider arbeiten. Ja. Thorsten ist da. Wollte mir wieder was andrehen. Mann, die bringen wir mal alle Zeug an. Kann ich jetzt aber alles langsam ja nicht mehr kaufen. Do you have a pump for my tire? Yeah, on the stairs. Yeah, I can use it. Yeah, sure. You found a bike? Yes, but yeah, it was difficult to understand each other. Yeah, why? English. Oh, so okay. Yeah. Well, that's okay. Hier ist der Bremsbelag hinten fast runter. Der macht noch ein bisschen, aber viel ist da nicht mehr und er hakt ein. Man hört so ein bisschen. Dieser Kragen, der sich unter die Felge schiebt, das weiß ich nicht, ob man das jetzt darstellen kann. Der hakt so ein und gibt dann nicht mehr frei. Dieser Kragen, den muss ich jetzt mal abschneiden. Das kann ich nur, wenn ich den Bremsbelag ausbaue. Funktioniert wieder. Wisst ihr? Gibt wieder frei, alle schick. Oh, hier. Was ist denn hier mit der Kette los? Ich muss natürlich nach hinten. Oh, das ist ja ein Auftrag ohne Ende hier. Hart verdientes Geld bei dem Auftrag. Schleift am Blech, ich fasse es nicht. Kinders, ey. Was war denn das jetzt? Ach, die sollen streben. Der Dose, da kann ich gar nicht viel sagen. Also pass auf, folgendermaßen ist, was haben wir gemacht? Steuersatz ist wieder fest, Licht haben wir repariert, alle Schrauben sind so irgendwie nachgezogen. Ne? Schutzblech ist gerichtet hinten, Kette ist hier spannend, hier fettet und Pedalen sind fest, Lenker ist fest, Klingel ist ausgerichtet, funktioniert, Bremsen sind eingestellt, hinten ist der Grat weggeschnitten von der Bremse, den hinteren Bremszug sollte man tauschen, plus den Bremsbelag, eigentlich kann man das gleich machen. Aber das werden wir nochmal einen extra Termin für machen. Die Schaltung ist eingestellt. Die Warum? Ja, was haben wir hier? Eigentlich haben wir hier ein Schrottrad. Ne? Hier ist jetzt schon mal geschweißt worden und so. Aber ansonsten ist es eigentlich in gewisser Weise okay. Bremst, rollt vorne. Wenn das nicht wäre.
Deswegen baue ich jetzt hier das Hinterrad aus und hänge es einfach hin und guck mal, was man da machen kann. Ich habe halt keinen Troll oder so, der das irgendwie in Ordnung bringt auf die Schnelle. Darf mir nicht kosten, weil das ganze Rad kostet insgesamt. Wollte ich einen Fuffi dafür haben, wenn es fährt. Nicht, wenn es alles perfekt ist, nur fährt. Aber eigentlich will ich nicht zu schaffen, weil ich vor 4 Jahren lohnt sich eigentlich nicht. Ich musste shoppen. Ich musste shoppen. Naja, bei dem Rad ist wirklich ganz schwierig. Das ist so ein Zwischending, man könnte daraus was machen. Aber es ist halt geschweißt worden, der Rahmen, und das ist eigentlich wertlos. Aber als Stadtgurke wäre es immer noch gut. Hallo, moin. Moin. Was darf sein? Ich habe 2 Fragen. Ja, dann nimm mal los. Einmal, ich würde gerne meine Räder aufpumpen und zweitens ein Rad ausleihen. Ausleihen ist nicht mehr. Ist wirklich nicht mehr? Nee, alles schon weg. Was? Echt? Ja. Zu spät. Fuck. Ich darf nur schlafen. Ja, ich habe vorhin angerufen. Nee, das nicht bei mir, weil ich habe ja kein Telefon. Dann hast du vielleicht Glück und bei dem anderen Laden, wo du angerufen hast, ist auch nee, da ist auch niemand dran, als ich angerufen habe. Also. Ach so, ja, genau, weil meine Nummer nur im Winter aktiv ist. Ah, okay. Weil hier unten habe ich keinen Empfang. Und deswegen quasi nur im Winter, wenn ich mich nicht im Keller befinde. Ah, fuck, okay. Also maximal noch ein Mountainbike oder so, weil die sind halt ein bisschen teurer, also nicht die typischen Mitbewerber. Okay. 8 Euro ist bei euch, ne? 8 Euro eigentlich, die eigentlich. Mountainbike ein 10er. Boah, ist jetzt nicht so viel teurer, aber... Was meinst du, das ist ein Mountainbike für ein 10er? Oder was ist im Laden hier um die Ecke? Naja, probiert's bei dem vorne. Ja. Bei dem Haus Nummer 29. Okay. Ob der noch was da hat. Okay. Ansonsten ist hier gleich um die Ecke ein Spätkauf, also an der Ecke neben dem Bäcker. An der Ecke, ja. Hier ist er. Daneben ist ein Spätkauf. Der hat auch mal so 2-3 Räder. Ja, die machen halt immer für 12. Ach so. Naja, die wollen deswegen auch mal was dran verdienen wahrscheinlich. Ja. Ja, deswegen, ich finde, ihr seid cool, weil ihr habt immer 8 Euro. Ja, deswegen sind sie auch immer schnell weg. Also, ja. Mal, also 8 Euro ist ja auch nur der erste Tag und 7 wieder weitere. Aber ja, weil ihr seid einfach cool. Also. Tja, wir sind halt cool, wir machen 8 Euro. Zertretene Laufräder sind ja wohl ein Tod für jedes Fahrrad. Aber was soll ich halt machen? Wäre jetzt echt schade. Eigentlich müsste ich hier eine neue Felge, einen Felgenring einfach hinspeichern und dann wartet. Fertig. Jetzt, ich speichere weiter aus, ich drehe Nippel aus. Guck mal, wie lange das dauert am Ende. Ich werde bestimmt unterbrechen müssen zwischendurch. Deswegen kann ich das so ja nicht rechnen. Aber im Moment ist ja ziemlich ruhig hier. Erstaunlich für einen Samstag. Fertig. Stabile Narbe. Der erste. Ne, erste ist ja, ne, ist der zweite Auftrag heute. Um 14 Uhr. Uiuiui. Kette spannen. Der an, wie die aussieht. Also. So, eine der schlimmsten Ketten, die ich in der letzten Zeit hatte. Moin! Hallo. Ja? Ich bin so wenig auf der Suche nach einem Fahrrad. Ja? Und? Was sucht ihr da? Ein Damenrad. Genau.
Ein Darmendrad. Ui, ui, ui. Ein Darmrad. Na dann, nieten wir mal auf. Achso, muss ich gar nicht aufnieten. Schlimm, ey, so schwarz bist du denn gleich. Ich bin Mario geschädigt. Ich gebe es zu, ich hatte als Kind ein Nintendo Entertainment System. Klippert Lops. Euro ja wohl Minimum, Alter, dafür, dass ich mir die Pfoten so schmutzig mache. Auch gerade geschenkt bekommen, hat mir einer vorbeigebracht. Hey, für dich. Finde ich geil. Bloß weil ich ihm gezeigt habe, dass man mit meiner Luftpumpe auch aufpumpen kann. Geil. Finde ich gut. Das finde ich gut. Prost, Leute. Paulaner, nicht alkoholfrei. Also ist alkoholfrei, ne? Spezi. Noch nie getrunken, ehrlich gesagt. Meine Premiere. Paulaner, Spezi. Danke. Erst kam Carsten an, hat mir ein Schloss verkauft und ein Messer. Schön alte Ding, schön alte Zeug. Alle Dude, jetzt kommt hier einer mit dem Triumphrad an, verkauft mir das. Nicht geklaut von der BVG-Versteigerung mit Zettel und allem dran und dran. Also alle aufgeschrieben. Deutsche Bahn, Versteigerungszettel. Die Kurven für einen Fuffi. Muss auch ein Narbe hinten repariert werden. Ah, mitkommen. So, Mitra zurück, natürlich mit Tretlagerschaden. Was heißt natürlich, aber naja. Oma mir nochmal 600 Tretlager. Ja, herkommen, mitgucken. Da, einmal. Da, wunderschön. Und ja, nicht teuer. Aber ich wollte ja was anderes. Nein, das ist Geld. Oh, ich war Muslim. Ja, stimmt. Das kannst du helfen. Ich dachte, ich sehe nur hier. Mist! Oh. Sie ist auch von. Sie kommt auch vom. Was machen wir da jetzt? Wir machen nicht. Verblitzt den Schwungsen. Du kommst raus in dem. Oh nein! Alles auf Kamera. Nehmt keine Drogen, liebe Kinder. Nee. Guckst du dir an, alle? Ja. Alle? Ist noch immer was Süßes gesagt. Die hat so eine eigene Sprache mittlerweile entwickelt. Und meinte sie, Mama, ich bin jetzt Fahrschein, ich muss dir doch tickeln. Für mein Abstempeln. Ja, schon klar. Das ist süß, oder? Oder sie muss jetzt stickern. Sie muss einen Sticker an, um nicht auskommen. Stickern. Stickern und tickeln. Ich frag mal die Nachbarin. Na, wann? Nach dem Hund. Ach so, ja. Entschuldigung. So, jetzt gucken wir mal in so eine Nexus 8-Gang-Narbe rein. Einfach nur, weil ich es da habe gerade.
bietet sich jetzt gerade mal so an. Ich weiß ja auch nicht, von welcher Seite man die auf. Ich bin da total dilettantisch jetzt. Die Nexus 8-Gang habe ich noch nie auseinandergenommen, sag ich mal. Und ich habe mir auch kein Tutorial angeguckt, um das zu machen. Ich mache das jetzt einfach mal so mit meinem technischen Verständnis, welches mir so von Mutter Natur teilweise, von Mutter Mutter teilweise und von Papa weniger. Der Opa war da, ne? Was mir so vermittelt wurde. Und dann, wie machen wir weiter? Aber hier, diese Verriegelungsmechanismus, den entriegel ich mal. Zack. Das ist alles ganz wertvoll hier. Das ist ein Stück Plastik mit einem kleinen Metallverriegelungsstück hier drin. Das hat auch einen speziellen Namen, den wo ich jetzt nicht weiß. Den wo, wollte ich schon immer mal sagen. Jetzt habe ich es getan. Dann haben wir hier noch so ein Ding. Ich nehme alles mal runter. Jetzt ist hier der Verriegelungsbums. Ja, hier gibt es Fachbegriffe zuhauf. Hier wird Großkotzigkeit noch klein geschrieben. Es knattert und rattert hier hinter. Hört sich an wie ein Sägewerk. Wahrscheinlich ist Nullfettung drin, die absolute Nullfettung. Und das werden wir jetzt rausfinden. Den Sicherungsring ab. Na halt, wo ist er? Da kommt schon der nächste. Hello. Yes, please. Hört sich Englisch an. Hello. Hello again. Again. Ein Fahrrad. Mhm. Und Bicicletta, ja. Por favor, oder so. Jetzt machen wir mal die Kappe hier ab. Ich hoffe, die geht hier ab. Ich wüsste ja alle gar nicht. Ehrlich gesagt, wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich hier so eine Narbe aufmache. Aber ich muss so sagen, ich bin ja nicht ganz blöde. Pff, alles in die Fresse. Das ist eine Dichtung. Also, wenn hier die Dichtung ist, ist dahinter natürlich ein Lager. So schlau ist der Tommy natürlich auch schon. Wollt ihr wissen, warum das so scheiße läuft? Ihr könnt das sehen. Oh mein Gott, das ist genau das, was ich vermutet habe. Voll gerostet, voll gerotzt. Gerotztet. What's that? Rotztet. Na, halt doch jetzt mal hier. Was zur Hölle ist das denn, ey? Rostrotze. Oh mein Gott, das will auch keiner haben. Nicht, dass ich mir das in die Wohnung mitschleppe. Ich fische mal das Lager durch. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie man hier dieses Lager rausbekommt. Dieses Lager, dieses hier, dieser Lagerring, dieser riesige Lagerring, der muss getauscht werden. Also bin ich voll der Meinung. Ich als Dilettant jetzt hier sage mal, dieser Lagerring muss getauscht werden. Ja, sieht doch geil. Ja, liebe Leute, das sehe ich gleich, das sehe ich sofort. Das macht doch richtig Spaß, jetzt hier mal so richtig auf die Kacke zu hauen. Das war hier die große. Mach du mal, da sind wir hier. Ne, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht. Aber ich schraube das jetzt mal auseinander. Also ich spanne das hier ein mit dem 8er Schlüssel. Und hier mit dem 17er schraube ich hier drüben. Mit dem 17er Schlüssel schraube ich hier drüben die Mutter ab. Und gleich schaltet sich die Kamera aus. Das weiß ich doch jetzt schon. Gleich ist die Kamera SD-Kartenfehler. Ich weiß, das kommt jetzt ungefähr so. Die Zeit müsste das sein. Also ich nehme das Teil ab. Ich nehme dieses Teil hier runter. Oh, dahinter sieht es gut aus. Siehst du, es ist weißes Fett. Also grau, grau ist okay. Rost ist scheiße.
Jetzt bin ich schon wieder ratlos und denke mal, diese Kappe kann ich auch einfach abheben. Ist das korrekt, liebe Leute? Kann ich diese Kappe hier abheben? Ja, kann ich. Wunderbar. Und ich sehe hier, wie gesagt, weiß bzw. graues Fett. Das ist alles im Rahmen. Also ich schraube jetzt dieses Teil hier ab. Dann dieses Teil. Und dann steht dumm da und guck dumm aus der Wäsche und weiß nicht mehr wie weiter. Weiß weder vor noch zurück. Weil alles kaputt ist. Okay, ein 14er Schlüssel. Achtung, ich beginne zu schrauben. Ich schraube. Machen wir ja nun letztes Mal erst das Thema. Wie und was und wo. Und so. Da. Ne? Haben wir auch. Das steckt also dahinter. Und dann haben wir hier noch einen. Den muss ich natürlich auch nochmal. Ja, 20 Uhr. Hat gerade gepiept da vorne. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich werde doch gleich anfangen einzuräumen. Also seid mir sauer. Wenn wir das heute ja nicht zu Ende kriegen, das wäre ja auch ein Ding. Also zu Ende sowieso nicht, weil ich so ein Lager nicht habe. Definitiv mal nicht. Also das tut mir echt leid, aber das schaffe ich nicht. Ich krieg das nicht hin. Ich habe so ein Lager nicht da. Aha. Jetzt haben wir den Konus hier raus. Und das sieht gut aus. Hier auf der Seite einwandfrei. Was ist auf der anderen Seite los? Ist das Lager? Ist das undicht, diese Narbe? Ah, jetzt fällt es auseinander. Um Gottes Willen. War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Die fällt auseinander. Oh, guckt euch das an. Ist das abgelaufen? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Kann man so nicht verbauen. Oh, guck mal die Kugeln, wie viel Spiel die haben. Sieht man das? Wie viel Abstand die haben? Wie klein die schon geworden sind? Oder wie groß die Lager, der Lagerring ausgearbeitet ist? Hallo. Hallo. Ich bin gerade bei einer OP am offenen Herzen. Ja, darfst du gucken. Darfst du gucken? Hier läuft aber eine Kamera mit. Mein Vater ist Arzt. Du, ach, ist ja ein Ding. Na, dann komm mal her und guck dir mal einen Blut, Durchbruch an. Ja, da spritzt du gleich einen Schritt zurück. War wegen der ganzen Schmierstoffe, die so vor sich hin rosten. So vollfettig schmierig. Ja, sieht leider nicht nur vollfettig schmierig, wäre schön. Es sieht vollfettig schmierig, leider rostig aus. Das ist rostig. Das Problem an der Geschichte. Aha. Oh, und das muss man regulieren. Und wie machen wir das? Aber das ist das Herz. Das ist das Herz. Tatsächlich das Herz eines Rades. Ach so. Ja. Ah, okay. Verstehe. Das ist die Narbenschaltung. So sieht die aus. Sieht man ja selten mal offen. Ja, am offenen Herzen bin ich selten dabei, du. Ja, es sind auch Zuschauer nicht erwünscht meistens, so bei so einem Arzt. Ne? Also ist immer so doof, wenn man dann so seinen Kaugummi da reinfallen lässt und einbaut oder so. Ja, also mal kurz einbauen. Was hast du? Ich habe diese Lampe dabei. Wir sprachen drüber. Ach ja. Jetzt hast du natürlich verschmierte Finger. Ja, und die Lampe ist weiß mal gewesen. Ja, die ist so creme. So, und die lässt den Kopf hängen. Na, das war doch mal eine interessante Unterhaltung. Aber jetzt haben wir hier wieder das offene Herz. Wie gesagt, ich habe mir gerade die Hände waschen jetzt extra. Aber dann gucken wir uns morgen mal zusammen vielleicht die Lampe an. Kriegen jetzt das Lager hier runter. Kann mir da jemand weiterhelfen? Oh mein Gott, nein! Wie bekomme ich jetzt hier das Lager getauscht? Naja, ich muss es ja eh anfassen. Also insofern, ich wische es erstmal sauber. Schleift hier einige, das ist einiges im Argen. Die Lauffläche ist nicht mehr schön. Also ich würde mal sagen, die Narbenhülse ist auch kaputt. Die Lauffläche sieht hier nicht mehr sehr schön aus. Also hier ist auch die Narbenhülse, der Narbenkörper, wie auch immer, die ist auch nicht mehr toll. Müsste ausgetauscht werden. Insofern lohnt sich das dann wahrscheinlich wieder nicht. Also werde ich wahrscheinlich doch nur reinigen, durchspülen hier oben. Und werde voll Fett packen und das alles wieder reingeben. Aber das
Macht ja keinen Sinn. Aber freiwaschen muss wohl mal sein. Naja. Was soll ich dazu sagen? Ich würde mal sagen, das reicht jetzt. Mehr vergeude ich jetzt nicht. Da stehen Leute draußen. Ich muss mal hin. Ich glaube, die wollen was. Ach ja, na gut, okay. Ich schraube das Ding halt wieder zusammen, ne? Schauen wir nochmal. Priorität hat das Gepäck. Jetzt nochmal schnell zu Thomas, der hat Feierabend. Priorität hat das Gepäck, habe ich gehört. Ja, nicht die Kinder. Du hattest da einen Nahlos. Also 6 Kinder passen rein? Ja, wir haben 3, aber wir haben einen Campingtisch und 4 Stühle für Oma und Opa. Oma und Opa, genau. Oma und Opa müssen oben drin. Die müssen schieben, damit sie oben sitzen dürfen. Und die Hängematte, Bier nehmen wir nicht mit. Doch, Sekt nehmen wir mit. Sekt nehmen wir mit. Bier kaufen wir uns oben. Bier kaufen wir an der Hasenschenke. Samstag. Ich glaube, wir sind hoffentlich, geht die Einschulungsfeier nicht so lang, 12:30 bei dir. Samstag, ja. Nächste Woche Samstag. Ja, da ist ja Einschulung, ne? Ja, da bin ich wohl nicht da. Also müsst ihr schon am Freitag in Empfang nehmen. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ich merke schon mal in den Augen, wie die so ein bisschen abschalten, auf Dämmerlicht-Niveau gehen. Der kommt wieder rein. Vielleicht auch ein bisschen Fett gleich nochmal nachfressen. Wenn man schon mal offen hat. Ja. Also, ich mag ja Fett. Da ist nicht viel zu löten. Ne, das geht nicht. Ne. Kappe ruf. Nochmal ein Käppchen ruf. Abschluss. Mutter ruf. Fertig. So einfach. Das Ding ist gefettet auf alle Fälle. Frisch. Das sieht natürlich immer noch schlimm aus hier, treibt hier immer noch den Rost raus. Aber
jetzt muss es erstmal eine Weile laufen, wahrscheinlich. Man muss eine Weile fahren, damit man. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ist hin. Also man muss sich da nicht vormachen. Das ist hin. Die Narbenhülse ist hin. Ist abgelaufen. Ist schon viel zu lange mit so einem rostigen Lager oder so einem ungefetteten Lager gefahren worden. Dann wurde offensichtlich mal nachgeschmiert und dann sah es so aus wie jetzt eigentlich wieder. Dass wir den Rost ein bisschen rausspülen konnten. Also das finde ich schon mal ganz gut. So, Abdeckkappe rauf. Kloppe zu, auf den Tod sozusagen. Hey. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Ja, Leute, Feierabend. Erquickend und labend ist jetzt Zeit für Feierabend. Bevor ich Feierabend mache, muss ich aber hier diesen Kranz aufsetzen. Ja, ich weiß, es gibt dafür eine Zange. Die kann ich mir aber nicht leisten. Wie eine scheiße Zange. Deswegen mache ich das mit dem Schraubenzieher. Passt bitte dabei auf, dass euch das Ding nicht irgendwo rinrammt. Schraubenzieher, meine ich. Ich setze auf hier die. Ihr seht ja nicht. Ihr seht ja nicht. Ich setze den auf und verriegele. Alles klar, Herr Kommissar. So, ich habe diese Narbe gewartet. Das habe ich natürlich nicht. Ich habe nur das Kugellager mir einmal angeguckt, für schlecht befunden und leicht angereinigt und es neu abgefettet und dann wieder eingebaut, weil Reparatur in diesem Fall wäre wohl die ganze Narbe zu ersetzen oder eben eine gute Narbenhülse finden, wo das Innenleben zerstört ist und das einfach umzubauen. Das ist zufällig, Ich habe für das Rad einen Fuffi bezahlt, liebe Leute. Also ein Fuffi für das Rad, dafür, dass die Narbe jetzt ein bisschen laut läuft. Ja, ist immer noch völlig in Ordnung. Da ist ein Narbendynamo drin, da ist alles drin. Das Laufrad, wenn man mal ein besseres findet, einfach ein anderes drin hängen oder so. Ja, aber die ist abgelaufen. Also die ist wirklich viel gefahren worden, die Narbe. Die ist nicht totgestanden. Das sieht man, die ist gefahren worden. Gut. Ich baue das am Montag ein, weil morgen hat keine Zeit. Morgen kümmere ich mich um die Lampe da oder vielleicht heute Abend noch. Nee, heute Abend nicht mehr. Morgen machen wir das zusammen. Oder auch nicht. Oder ich mache das morgen alleine. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß alles noch nicht, was ich mache. Vielleicht sehen wir uns gleich nochmal. Beziehungsweise haben wir uns vorhin gesehen. Weil wenn ich den Stream, das Ding hier hochlade, ist es ja schon entweder morgen oder übermorgen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt rede gerade. Ich bin müde, ich mache jetzt Schluss. Also wir sehen uns am Montag wieder. Vielleicht kommt auch ein kleiner Livestream. Also, bis dann. Ciao.